Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans starten Hunderte von Radsportamateuren. Einer von ihnen ist der ehemalige Weltmeister Laurent Brochard. Dass er sich hier mit Amateuren misst, liegt daran, dass er den Profisport 2006 aufgeben musste. Dabei hätte Laurent Brochard seine Karriere gern fortgesetzt, denn früher war er einer der besten französischen Fahrer. Ich musste aufhören, weil ich kein Team mehr fand. Außerdem war ich gestürzt und hatte mir das Schlüsselbein gebrochen. Der einzige Knochenbruch meiner Karriere. Für mich war das alles traumatisch, denn bei meiner Erfolgsbilanz hatte ich mit mehr Anerkennung gerechnet. Immerhin war ich Weltmeister und habe dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Ich denke, ich habe diesem Sport alle Ehre gemacht und hatte mir daher mehr Dankbarkeit erhofft. Doch dankbar war dem Weltmeister niemand. Als sein Vertrag nicht verlängert wurde, hat ihn sein Sponsor kurzerhand durch jemand anderen ersetzt. Ein Spitzensportler darf nicht stürzen. Er darf sich nicht verletzen, weil er dann für einen Teil der Saison ausfällt. Die Sponsoren erwarten schließlich etwas für ihr Geld. Wir Sportler sind nichts weiter als Startnummern. Danach sind wir vergessen. Ich finde das schlimm. Das ist unmenschlich. Der Sport ist unmenschlich geworden. Beim geringsten Leistungsabfall werden die Akteure einfach ausgetauscht. Dieser Film zeigt, wie die Sportindustrie ihre Athleten während und nach ihrer Karriere behandelt. Wir vertreten eine Marke, eine Stadt oder ein Unternehmen. Wir haben Verpflichtungen, so wie jeder Angestellte. Als professionelle Rugbyspieler sind wir vor allem Angestellte. Angestellte, von denen immer mehr verlangt wird. Mehr Trainingseinheiten, mehr Wettkämpfe und vor allem mehr Siege, um Fans, Aktionäre und Sponsoren zufriedenzustellen. Die Sportler unterliegen den Gesetzen des Marktes und damit des Gewinns. Entschuldige mal, ein Verein tätigt eine Investition, wenn er einen Spieler kauft. Was das bedeutet? Eine Investition muss sich rechnen. Die Wirtschaft hat die Stadien erobert und für das perfekte Großereignis wird der Druck auf die Spieler immer weiter erhöht. Das Publikum will harte Kämpfe sehen. Doch die Spieler zahlen für diese Härte ihren Preis. In Nordamerika werden Footballer von ihren zahllosen Gehirnerschütterungen krank. Inzwischen haben 4000 Spieler ihren Arbeitgeber, die National Football League, verklagt. Jetzt bin ich wieder ein normaler Mensch wie die anderen. Es ist wie, wenn man einem Superhelden sein Kostüm wegnimmt und nie mehr zurückgibt. Die Spieler denken nur an die Gegenwart und nicht daran, was in 10 oder auch in 30 Jahren sein könnte. Fernab der Stadien und Kameras zahlen einige Sportler für ihre Karriere im Leistungssport. In der Ex-DDR leiden die Kinder von Schwimmerinnen unter Missbildungen. Sie zahlen den Preis für das staatlich verordnete Doping ihrer Eltern. Die Funktionäre wussten ja, was mit uns passiert, welche Nebenwirkungen das hatte, die ganzen Medikamente. Aber das war ihnen egal und das, nee, ich kann es nicht verstehen, überhaupt nicht. In ihrer Gier nach Höchstleistungen, Siegen und Rekorden ist die Sportindustrie unerbittlich geworden. Wie konnte es dazu kommen? In längst vergangenen Zeiten kam es im Sport auf die Freude am Wettkampf an. Doch aus dem sorglosen Amateursport ist inzwischen ein Wirtschaftssektor mit einer boomenden Industrie geworden. Wir
Vom Sport profitieren vor allem die Wirtschaftsakteure, die unsere Spielfelder und Stadien erobert haben. Die Aktionäre und Sponsoren, Ausstatter und TV-Sender. Sie bilden eine Art solidarische Interessengemeinschaft, die für ihre Investitionen eine Rendite erwartet. Der Sport ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden, mit einem geschätzten Umsatz von 700 Milliarden Euro für 2013. Er macht 3% des Welthandels und in den Industrieländern 2% des Bruttoinlandsprodukts aus. So viel wie die Automobil- oder Textilindustrie.